Hallo, ich zeige euch heute meine Schulmorgenroutine, aber es ist nicht irgendeine Morgenroutine, sondern für die Tage, an denen ich verschlafen habe. Und dazu muss ich sagen, das sind so ziemlich alle Tage in meinem Leben, also so alle Schultage. Ich verschlafe jeden Tag und deswegen könnte ich sagen, ich bin so ein bisschen ein Experte im Verschlafen und deswegen zeige ich euch heute mal meine kleinen Tipps und Tricks so zum Verschlafen, was man machen kann, wenn man morgens keine Zeit mehr hat. Und ja, also ich habe halt so ein paar Sachen, die ich dann immer mache, so wie es ein bisschen schneller dann noch geht. Und das werde ich euch jetzt zeigen und ich hoffe, es gefällt euch. Als erstes zu den Sachen, die man so im Badezimmer macht, ist mein größter Tipp, abends duschen zu gehen. Also das spart morgens wirklich so viel Zeit. Und dann widmen wir uns jetzt auch schon dem Gesicht. Und wenn ich morgens nicht so viel Zeit habe, mir jetzt das Gesicht so ordentlich zu reinigen mit einer Gesichtsbürste und allem drum und dran, dann benutze ich ganz gerne von Balea das pflegende Gesichtswasser. Ich finde, das reinigt die Haut echt gut. Und dann nehme ich mir meine Tagescreme und meinen Concealer und gebe davon was auf meine Haut und mische das dann, also auf meine Hand. Und dadurch bekommt ihr halt so eine getönte Tagescreme. Dann habt ihr zwei Schritte in einem erledigt. Yay, also schon mal Zeit gespart. Und was bei mir morgens echt am längsten dauert, sind meine Augenbrauen. Ich kriege irgendwie nie so die Form hin, wie ich sie haben will. Und deswegen habe ich mir jetzt sowas überlegt. Und zwar habe ich mir aus dem Internet so Augenbrauenschablonen ausgedruckt. Und ich verlinke die euch auch einmal in die Infobox. Und ich finde, damit geht es einfach viel schneller. Also für mich geht es auf jeden Fall schneller. Man legt die einfach auf die Augenbrauen und versucht, möglichst viele Haare halt darunter zu haben. Und dann nimmt man einfach, was man immer nimmt. Also sei es jetzt ein Augenbrauenpuder, ein Augenbrauenstift. Und füllt einfach die Form aus. Und wenn man das dann abnimmt, dann hat man eine Augenbraue. Yay! Tja, ich bin damit eigentlich meistens dann schon so zufrieden. Und dann mache ich das natürlich auch noch auf der anderen Seite. Und als nächstes tusche ich mir dann noch meine Wimpern. Und das war's auch schon für mein Make-up. Auf meinen Lippen trage ich nur noch Labello auf. Und dann gehen wir auch schon weiter zu den Haaren. Und dafür habe ich in der Regel keine Zeit. Das heißt, ich wuschel sie einfach nur so durch. Also ich locker die Locken halt auf, damit sie nicht so platt runterhängen. Und meistens lasse ich sie dann einfach so offen. Manchmal mache ich sie dann noch so zu einer Seite, damit es nicht ganz so langweilig aussieht. Und manchmal mache ich mir auch so eine einfache Frisur. Also ich habe dazu auch schon Videos gemacht, die verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Aber meistens lasse ich sie halt einfach offen. Dann gehen wir auch schon weiter zum Outfit. Und wenn ihr auch viel zu faul seid, um das abends vorzubereiten, dann kann ich euch nur empfehlen, dass ihr im Kopf schon so Basic-Outfits sozusagen habt. Und für mich heißt es einfach so ein schönes Top, was mir besonders gut gefällt, dann ein großer Cardigan und eine High-Waisted Jeans oder eine normale Jeans, eigentlich egal. Und ja, das sind so ziemlich die Basic-Outfits, die ich meistens in der Schule trage. Und ja, dann habt ihr einfach immer schon ein Outfit, müsst euch keine Gedanken darüber machen. Und als letztes zeige ich euch zwei Frühstücksideen und dafür braucht ihr zuerst mal eine Schüssel und da gebt ihr ein Glas Haferflocken und ein Glas Milch rein. Und ich habe hier zarte Haferflocken benutzt und das würze ich dann so ein bisschen noch mit Honig und etwas Zimt. Und das ist so ziemlich das Basic-Rezept für diese Haferflocken. Und was ihr dann noch machen könnt, ist, dass ihr zum Beispiel hier so ein fertiges Früchtemüsli noch darunter mischt oder einfach so getrocknete Früchte. Also einfach das, was ihr mögt. Ich habe zum Beispiel jetzt auch noch so Kokoschips reingetan. Und ja, da könnt ihr einfach kreativ werden und genau das nehmen, was ihr halt gerne esst. Und dann macht ihr das einfach zu und stellt es über Nacht in den Kühlschrank, dann wird es noch ein bisschen fester und man kann es am nächsten Morgen ganz gut mitnehmen. Die zweite Frühstücksidee ist ein Smoothie und dafür braucht ihr einfach nur euer Lieblingsobst. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das hier genommen habe, ich mag überhaupt keine Grapefruits. Auf jeden Fall braucht ihr dann auch noch eine Plastiktüte, also so einen Gefrierbeutel, wo ihr das Ganze dann reintut. Und dann tut ihr das in den Kühlschrank und wenn ihr es ins Gefrierfach tut, dann wird es noch besonders kalt, falls ihr das lieber mögt. Und am nächsten Morgen müsst ihr es einfach nur in den Mixer tun mit etwas Wasser oder Saft, wie ihr es halt lieber mögt. Und dann habt ihr einen fertigen Smoothie. Ja, das ist ganz cool. Wenn ihr noch Zeit habt, könnt ihr ihn zu Hause trinken. Wenn aber nicht, dann nehmt euch so eine Flasche von einem fertigen, so wie ich das gemacht habe. Und ja, da habt ihr ganz easy einen Smoothie zum Mitnehmen. So, das war's auch schon. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr vielleicht auch noch ein paar Tipps habt, was man so machen kann, damit es morgens noch ein bisschen schneller geht, wenn man verschlafen hat, dann schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.